Hier ist die Petra von Stempel dich bunt und heute ist der 15. Oktober, der 15. Tag des Adventskalenders bei Stempel dich bunt. Heute habe ich dir wieder eine Kartenidee mitgebracht und zwar ist es diesmal ein anderes Kartenformat. Das ist das Format DIN lang. Da hat die Karte das Maß 21 x 21 cm. Die Grundkarte wird bei 10,5 auf einer Seite gefalzt und damit erhält man eben so eine sehr lange Karte. Und ich finde, die wirkt gleich dann so elegant, wenn sie so lang ist. Und zusammen mit den Weihnachtskugeln hier drauf finde ich die also richtig toll, weil ich die einfach sehr edel finde. Und trotzdem ist sie sehr schnell gemacht und da zeige ich dir, wie ich das getan habe. So, als erstes stempel ich hier diesen Zapfen und stanze den aus. Den Rest habe ich dann nämlich schon vorbereitet. Ich habe hier Farbkarton genommen in Petrol und habe dann die andere Stempelfarbe darauf abgestimmt. Dieser Zapfenanhänger ist in Türkis gestempelt. Ich finde nämlich, das ist eine sehr schöne Ergänzung zu Petrol. Dafür habe ich mir jetzt ein Stück Farbkarton Flüsterweiß zurechtgelegt. Das sind die entsprechenden Framelits zu dem Stempelset. Da habe ich mir jetzt einmal hier diese Umrandung eben für den Zapfenanhänger ausgesucht. Was ganz toll ist, ist, dass es für die beiden Anhänger in dem Stempelset, einmal halt diesen Zapfen und einmal hier diesen bauchigen Anhänger, gibt es jeweils einmal die Umrandung, sodass man einfach das gestempelte Motiv ausstanzen kann. Und es gibt aber jeweils auch noch so filigrane Stanzformen für beide, mit denen man dann eben noch andere Anhängerformen machen kann. Außerdem gibt es noch diese runde Kugel, die ich hier einmal aus der Goldfolie ausgestanzt und aufgeklebt habe. Das ist, finde ich, auch noch eine ganz tolle Ergänzung. Und mit den Formen machen wir auf jeden Fall auch noch was im Adventskalender. Jetzt stanze ich aber erst einmal den Anhänger aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier ist auch das entsprechende Stempelset nochmal mit den beiden Kugelstempeln. Dann gibt es noch so einen Zweig und eben den Gruß, den benutzen wir heute auch für die Karte. Ein Aufhänger und diese Manschette, die noch über den Kugeln ist. Die gibt es auch als Stanzform, aber man kann die dann noch andersfarbig eben stempeln oder embossen. So, jetzt habe ich den Anhänger fertig und den Rest der Karte, den habe ich schon mal vorbereitet. Und zwar den Farbkarton eben in Petrol, 21 x 21 auf der Hälfte gefalzt. Und dann den Aufleger, der ist 21 breit und 9,5 cm hoch, 1 cm weniger als dann die Karte hoch ist. Und die Kugel aus der Goldfolie habe ich schon ausgestanzt und auch die drei Anhänger, die wir brauchen. Jetzt muss die Karte also nur noch fertiggestellt werden und da gehe ich jetzt einfach von rechts nach links vor. Das finde ich einfacher, als irgendwo in der Mitte anzufangen. Ich klebe also jetzt als allererstes diese goldfarbene Kugel auf. Das mache ich einfach mit dem Tombow. Da gebe ich hier so ganz vorsichtig auf die breiteren Stege ein bisschen Kleber. Und dann klebe ich die hier an der rechten Seite in die obere Hälfte. Ich habe da ja schon meine Musterkarte als Orientierung. Das ist natürlich ganz hilfreich, wenn man das dann hat. Beim ersten Mal muss man das so ein bisschen dann gucken, wo man das positionieren möchte. Das kann jetzt erstmal ein bisschen trocknen. Jetzt stempel ich den Gruß auf. Der wird gestempelt in Ozeanblau. Ich habe ja also drei Blautöne kombiniert. Der kommt hier unten ans untere Ende. Und die bauchige Kugel stempel ich in Petrol, passend zur Farbe des Farbkartons. Und der Vorteil an dieser Vorgehensweise, also von rechts nach links die Sachen aufzubringen, ist, dass man dann am Ende, wenn ich jetzt merke, ich bin hier ein bisschen zu weit nach links rüber gekommen,
dann macht das gar nichts. Dann klebe ich einfach den letzten Anhänger noch ein bisschen weiter über die Kugel. Es gibt da ja keine Regel, wie das sein soll. Und dann passiert mir das nicht, dass ich hinterher zum Beispiel für den Spruch keinen Platz mehr habe. Das wäre ja besonders ärgerlich. So, und jetzt klebe ich die Kugel auch auf. Das mache ich einfach mit ein paar Dimensionals. Ich sage immer Kugel, aber ist es doch eigentlich ein Zapfen. So, und jetzt kommen auch noch die Anhänger auf die Karte. Die klebe ich jeweils mit so kleinen Abschnitten hier vom Rand auf. Das reicht nämlich für die. Man kann jetzt natürlich in die Anhänger überall noch irgendwelche Fäden oder Garne oder Goldfäden oder was weiß ich ziehen. Aber da ich mir ja vorgenommen habe, für diesen Adventskalender Ideen zu erarbeiten oder vorzustellen, die sich für die Massenproduktion eignen, die nicht so wahnsinnig lange in der Ausführung brauchen, sodass sie auch in der hektischen und trubeligen Vorweihnachtszeit noch Platz finden, habe ich darauf jetzt verzichtet. Und stattdessen einfach den Aufleger direkt hier auf die Karte geklebt. Rechts und links bündig. Oben und unten hat er jeweils einen halben Zentimeter Abstand vom Rand. Und so hat man mal wieder in ein paar Minuten eine, wie ich finde, sehr elegante, sehr stimmungsvolle Weihnachtskarte gemacht. Ich hoffe, dir gefällt die Idee und dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir uns morgen beim nächsten Video in der Reihe Adventskalender wiedersehen. Bis dahin, tschüss!